Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lenny for Short. Ganz kurz, ganz knackig. Ihr kennt doch sicher alle dieses Spiel, dieses, was die Menschen da so richtig aggressiv macht. Das mit den Knarren und mit diesen Zombies und mit den Messern und den Schwertern und dieses ganz Brutale da. Wie heißt es nochmal? GTA 5? Nee, das nicht. Call of Duty? Nee, das auch nicht. Hello Kitty's Wunderwelt. Wie heißt das? Nein, alles nicht. Nein. Minecraft, richtig, dieses mega brutale Ballerspiel Minecraft. Ich meine, wie? Doch, das ist richtig heftig. Ich finde, also ich persönlich, ich würde das mein Kind nicht spielen lassen, weil Minecraft, ich meine, Waffen und Messer, also mein Kind wird dieses Spiel niemals spielen dürfen, weil nicht, dass es später noch mit Messern und Waffen in die Schule geht und andere Mitschüler irgendwie in Gefahr bringt. Wie, das ist zu absurd. Das ist wirklich passiert. Also dann die ganze Geschichte nochmal von vorn. In der Hunters Creek Grundschule in Florida kam es wirklich zu dem Fall, dass ein 9-jähriger Mitschüler mit Messern und sogar Schusswaffen in den Unterricht gekommen ist. Das Ganze ist allerdings ausnahmsweise nicht aufgefallen, weil er mit der Waffe auf die Lehrerin zielte oder einem Schüler 9mm Blei in den Schädel geschossen hat. Nein. Ferner war es so, dass er seinen Mitschülern mitteilte, Jungs, wisst ihr, was ich in meinem Stuhlranzen habe? Da sind Messer drin und Pistolen. Wir können Minecraft spielen. Ja, und weil das nicht nur ein bisschen eigenartig, sondern auch ein bisschen angsteinflößend für die Jungs gewesen ist, haben diese sich bei der Schuldirektorin gemeldet. Der schwer bewaffnete Terroristenschüler wurde dann sofort umgehend aus dem Verkehr gezogen und von den anderen Schülern isoliert. Ich fand dieses Wort in dem Artikel so geil, isoliert von anderen Mitschülern, das musste ich in diesem Video mit einbringen. Schließlich endete die Geschichte dann damit, dass der 9-jährige Junge aus Florida sogar angezeigt wurde. Ja, er musste sogar vor Gericht. Und es wurde in diesem Artikel, wo ich diese Informationen her habe, den ich euch übrigens unten in die Videobeschreibung gepackt habe, so geil beschrieben, wie er in einem viel zu großen Häftlingsoutfit, in einer Sträflingskleidung, vor das Richterpult getreten ist, über das er nicht mal rüberschauen konnte. Ja, und der Vater des kleinen Jungen, der fand die ganze Misere allerdings weniger witzig. Der war vielmehr darüber schockiert, dass sein Junge es wirklich fertiggebracht hat, bewaffnet in den Schulunterricht zu kommen. Zur gleichen Zeit entschuldigt sich der Vater aber auch damit, dass sein Sohn lediglich vorhatte, seinem Minecraft-Helden einfach nur nachzumachen. Naja, und das hat den 9-Jährigen nun mal dazu gebracht, ein Steakmesser, eine ungeladene Handfeuerwaffe, ein Magazin mit 6 Schuss und einen Hammer mit in die Schule zu nehmen. Joa, der Junge hatte sicher einen Hammer-Schultag. Der Junge wurde gerichtlich zu Hausarrest verurteilt und die Eltern sollen in Zukunft bitte darauf achten, dass ihr Sohn nicht mehr an diese Werkzeuge bzw. Waffen gerät. Aber das ist in Amerika ja sowieso immer schon so ein Thema, da müssen wir uns eigentlich gar nicht so drüber auskotzen. Oder doch? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon so haltet, Leute. Ein Junge, der sich von Minecraft inspirieren lässt, eine Handfeuerwaffe und ein Steakmesser mit in die Schule zu nehmen, plus Hammer, um Minecraft Real Life spielen zu können. Ich hätte das übrigens eigentlich sogar ganz gerne mal gesehen, wie er mit so einem Hammer auf dem Schulhof rumläuft und sich vorstellt, wie die kleinen Steine dann zerplatzen und er die einsammelt. Das ist ja schon fast wieder süß. Schreibt mir doch unten einfach mal in die Kommentare, was ihr von diesem Thema denkt. Sind die Eltern schuld, dass sie ihr Kind überhaupt erst die Möglichkeit gegeben haben, an diese Sachen zu kommen, weil sie darauf nicht aufgepasst haben? Oder seid ihr eher der Ansicht, dass die Eltern überhaupt gar keine Schuld trifft, weil sie auf ihr Kind nicht hätten aufpassen können? Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Beschreibung vorbei. Dort findet ihr sämtliche Links einmal zu meiner Facebook-Seite, zu meiner Twitter-Seite, zu meinem großen gestarteten Projekt namens YouSpeak. Schaut dort auf jeden Fall auch mal vorbei, das würde mich sehr freuen. Das war's leider auch schon wieder von Lenny for Short. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao. Black Ops. Doom 3? Nein, 2, du Homo. Counter-Strike. Counter-Strike, ja. Ja. Hello Kitties Wunderwelt. Lenny, warum lässt du mich das sagen?